Es gibt die Sorge um den Ausverkauf der DDR und natürlich gibt es auch die Sorge, dass der Schwächere logischerweise vom Stärkeren über den Tisch gezogen wird. Das wird nicht mit bayerischem Fingerhakeln im Bellevue passiert sein, aber es kann auch im Alltag passieren. Nein, das glaube ich nicht. Ausverkauf kommt überhaupt nicht in Frage. Die reden ja hier alles tot. Macht doch keiner was. Der nimmt als hier verkauft die ganze DDR. Die ganze DDR verkauft, der Klon. Voll vergessen, die kannst du voll ins Grab drücken. Das sind sie, die ersten Arbeitslosen der DDR. Viele melden sich noch nicht oder machen Zeitjobs im Westen. Die versprochenen neuen Arbeitsplätze lassen auf sich warten. Ich habe hier zum Beispiel mein Kleidungsschreiben, ja, und das wurde dann eben so belanglos abgedruckt und einfach bloß der Name eingesetzt, ja, und hier drücken sie eben ihr Bedauern aus, dass wir eben gekündigt worden und dass sie eben keine, ja, um uns Arbeit zu vermitteln oder sich einzusetzen, das unternommen haben sie eben nicht. Was war aus dieser 2:1 Geschichte? Von dem Verhältnis 2:1 war natürlich vor den Wahlen nie die Rede, das ist natürlich auch wahr. Entschuldigung. Können Sie mir einen der deutschen Politiker sagen, der eine Zusage gemacht hat, mit Ausnahme der Sparguthaben im kleinen Bereich, der eine Zusage gemacht hat für ein bestimmtes Verhältnis? Können Sie mir einen einzigen nennen? Ich kann Ihnen keinen einzigen nennen, der gesagt hat, dass wir 2:1 tauschen. Sie können keinen einzigen nennen, der eine Zusage für ein bestimmtes Verhältnis gemacht hat. Die Milchmädchenrechnung wird nicht stattfinden. Und zwischen uns findet jetzt auch kein Interview mehr statt. Diese Frage geht nun an Sie, Herr Dr. Kohl. Wie werden die Menschen denn dann leben im vereinten Deutschland? Also ich sage das hier nochmal, Herr Schabowski. Es wird vielen schlechter und niemandem... Nein, für mich. 50 Jahre gesungen Einigkeit und Recht und Freiheit, um diese geschichtliche Stunde jetzt zu verspielen. Wir wollen ein einig Vaterland. Heute Abend zum allerletzten Mal die Wachablösung an der Schinkelwache unter den Linden. Es reichte nur noch für 2 der markanten deutschen Stechritte, dann waren die Soldaten des Elite-Regiments im Gewühl eingeklemmt. Drinnen, an der Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus, legten viele DDR-Bürger kurz vor der Schließung zum letzten Mal Blumen nieder. Was bewegte sie dazu? Weil ich gelesen habe, dass die Mahnwache abgezogen werden soll, worüber ich eigentlich ziemlich traurig bin, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass diese Sache noch weiter in Ehren und Gedenken bleibt und hat einen gewissen Symbolcharakter. Forciert von staatlichen und regionalen Dienststellen, nimmt der Linie nur als Vorwand. Jetzt soll ein Präzedenzfall exekutiert werden, wie DDR-Geschichte, das heißt unsere Geschichte derer, die wir hier leben und gewohnt haben und weiter wohnen, behandelt werden soll. Und sie soll nicht angeeignet, sie soll auch nicht kritisch überwunden, sie soll ausradiert werden. Sie soll ausgemerzt werden und darum soll der Lenin weg. Julian, der sich Lenin nannte. Nun soll er abgerissen werden, was unter seinen Anhängern einen Sturm der Entrüstung auslöst. Wenn der Sozialismus denn nicht mehr lebt, soll wenigstens der rote Granit als antikapitalistisches Mahnmal erhalten bleiben. Wenn man die Menschen anhört und sich etwas nach ihrer Meinung richtet und sie auch wissen, sie können mitbestimmen, dann würde ich sagen, ist es Demokratie, zumindest ein Stück Demokratie. Aber was jetzt hier geschieht, das ist keine Demokratie. Das ist die Schichtsbewältigung, die man gegen 16 Millionen ehemalige DDR-Bürger macht. Am Abend vor dem Abriss versammeln sich die Massen zum Abschied. Mahnwache für den Genossen Lenin. Und ein letztes Dichterwort. Reißt nur ab und eifert doch so! Diese Spur, ihr tilgt sie nicht! Wohl das Denkmal könnt ihr schleifen! Kunstgerecht mit Kran und Ramme! Einmal müsst ihr doch begreifen! Aus dem Funken schlug die Flamme! Anwohner des Leninplatzes haben gegen die schnöde Beseitigung des Denkmals ihre Unterschrift gegeben. Und nicht wenige stürzen sich nun ins letzte Gefecht.
runter mit der Mütze. Warum? Weil ich es wünsche. An Lenins Grab nehme ich meine Mütze ab. Wenn von Kleibern Tschaikowski spielt, nehme ich meine Mütze ab. Aber in so einem Coca-Cola-Laden... Als Kinder wurden uns Ideale beigebracht. Und jetzt ist es an der Zeit, diese Ideale zu neuem Leben zu erwecken und für sie einzustehen gegen die Tyrannei. Wir haben die Pflicht, uns gegen die Unterdrücker zur Wehr zu setzen. Wenn ich mich in dieser Stadt umsehe, sehe ich eine schlafende Armee, die nur zum Leben erweckt werden muss. Deshalb fordere ich sie hiermit auf, die Waffen zu erheben gegen das Böse und sie ins Gesicht zu schreien. So eine Scheiße. Opfer des Faschismus und Militarismus.